Gut, hier nochmal eine Erklärung zu der Zusatzaufgabe vom Übungszirkel, zu der Pyramide, wo die Grundseite, wie ihr hier seht auf dem Bild, nicht quadratisch ist, sondern ein Dreieck ist, aber immerhin noch ein gleichseitiges Dreieck. Also jede Seite ist A. So, ihr seht schon, welches Dreieck man am Ende betrachten sollte. Gegeben ist hier die Seitenlänge A. Und, Moment, muss ich einmal kurz nachgucken. Und die Seitenlänge HS. Ging aber auch, wenn jetzt zum Beispiel S gegeben ist oder H, das ist egal. Wichtig ist, dass ihr dieses am Ende dieses stehende Dreieck in der Pyramide berechnet. Huch. Da es rechtwinklig ist hier. Die Höhe steht ja rechtwinklig auf der Pyramide drauf. Huch, Moment. Okay, wollen wir sehen, wie wir dieses Dreieck berechnen können. Das Problem ist, dass bei diesem stehenden Dreieck, ich mache es jetzt doch mal rot, Moment, bei diesem stehenden Dreieck, was wir hier nachher berechnen wollen, dieses hier, hier nur eine Seitenlänge gegeben ist, in diesem Fall HS oder halt H1 von beiden. Es fehlen aber noch zwei Seitenlängen. So, und dafür beschaffe ich mir nicht mal die Seitenlänge hier unten D. Huch. D, das ist diese Seitenlänge hier, die will ich mir berechnen. Und dafür zeichne ich mir mal ein Dreieck, nämlich das hier unten, was die Seitenlänge A hat, in der Ebene und gucke von oben drauf. So, das ist jetzt die Ansicht, wenn ich von oben praktisch auf die Pyramide drauf gucken würde. Das heißt, ich gucke jetzt praktisch nur auf dieses hier in der Ebenen liegende Dreieck. Oder das gleichseitig ist, kann ich hier im Prinzip die Höhen einzeichnen. So. Und das mache ich lieber in einer anderen Farbe. Moment. Kann ich hier einmal die Höhen einzeichnen. Und da das Höhen sind, stehen die natürlich jeweils senkrecht auf der Seite. Und da das die Höhen sind und da das Dreieck gleichzeitig ist, ist dieser Höhenschnittpunkt gleichzeitig auch der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden. Ich kriege keinen Punkt hin. So, dieser Schnittpunkt ist gleichzeitig auch der Schnittpunkt der Seitenhalbierenden. Das heißt, wenn ich hier so eine Länge betrachte, ist das immer A halbe. Dadurch, dass ich ein gleichseitiges Dreieck habe. So, jetzt muss man einmal ganz tief in die Trickkiste greifen und oder entweder im Internet mal recherchieren. Also dieser schöne Schwerpunkt, den ich erhalte, wenn ich die Seitenhalbierenden schneiden lasse, der trennt oder der schneidet die Seitenhalbierenden im Verhältnis 2 zu 1. Das heißt, jetzt muss ich nochmal eine andere Länge, andere Farbe nehmen. Das heißt, wenn ich mir diesen Teil der Höhe angucke, dann ist das im Verhältnis, das ist auch grün, im Verhältnis 2 zu, nochmal die Farbe wechseln, zu diesem Teil hier unten, das ist auch in Gelb, und das ist im Verhältnis 2 zu 1. So, das guckt man entweder nach oder man weiß es noch von der Behandlung der Dreiecke, aber das liegt halt daran, dass der Schwerpunkt, die Höhen, also S, Moment, S teilt Höhe, Seitenhalbierende, es ruckelt hier mal, teilt die Seitenhalbierende, im Verhältnis 2 zu 1 zugegeben. Das war hier ein bisschen tricky an der Aufgabe, dass man darauf kommt. Und wichtig noch, dass es ein gleichseitiges Dreieck ist. Gleichseitig, denn daraus folgt Seitenhalbierende.
gleich die Höhe. Denn das ist wichtig, damit ich hier meine rechten Winkel habe, weil die Seitenhalbierende nicht immer unbedingt rechtwinklig auf der gegenüberliegenden Seite auftritt. Und dann könnte ich nämlich nicht meine Rechtecke betrachten, meine Dreiecke, meine rechtwinkligen Dreiecke betrachten und könnte Pythagoras nicht anwenden. Denn jetzt, das mache ich einfach mal fettrot oder fettgrau, mache ich so. Jetzt betrachte ich mir hier zum Beispiel einfach dieses Dreieck hier, also die Hälfte. Und kann dann nämlich hier diese Seitenhalbierende oder die Höhe ausrechnen, die Länge nach Pythagoras, indem ich einfach rechne hier. Diese Seite hier unten muss a halbe sein, also ist a halbe zum Quadrat plus diese Höhe da, also Höhe Grundfläche, sage ich mal, Grundfläche, das wäre dann, oh, das sind aber schon ganz schön viele Farben hier, das wäre dann, mache ich sie mal ganz gelb, das wäre dann diese hier. Das ist die Höhe auf der Grundfläche, zum Quadrat natürlich. Das ist dann gleich a Quadrat. Gut, das kann ich hier nach Höhe der Grundfläche auflösen, also Höhe Grundfläche, Quadrat, gleich, oder nehme ich schon gleich die Wurzel, ist die Wurzel aus a halbe Quadrat plus a Quadrat. Und da ich a gegeben habe, kann ich das nun ausrechnen, was ich mir jetzt hier schenke. So, was habe ich gewonnen? Achso, und jetzt kann ich natürlich sagen, dass der untere Teil hier von meiner Höhe, dieses Teil hier, einfach nur ein Drittel davon ist. Das heißt, dieses hier, d nenne ich das ja hier, in der Zeichnung, d ist gleich ein Drittel von dem hier, also von h Grundfläche. Weil ich das Verhältnis 2 zu 1 habe, also habe ich dann nur ein Drittel der gesamten Seitenlänge und kann mir hier unten d berechnen. Gut, und je nachdem, ob ich nun hs gegeben habe hier in diesem Dreieck oder h gegeben habe, da ich hier den rechten Winkel habe, kann ich natürlich weiterrechnen. Gut, das war ja schon eine recht heftige Hilfestellung, aber ich hoffe, ihr könnt das jetzt lösen.